Was drückst du eigentlich ständig, dass sie so komisch in die Knie geht? In die Knie? Wann? Ja, so vor der Tür oder sowas, da geht sie manchmal so komisch in die Knie. Nachdem, wieso gehst du jetzt nochmal durch diese Tür? Ich wusste, ich habe die Orientierung verloren. Ich probiere die Türen alle mal durch. Ich muss nur zurück wieder, ne? Hier sind echt nicht viele Türen. Jetzt geh nicht mehr Ne, dahin. ich will nur gucken, ob hier noch was anderes war. Alles gut. Lach mich hier nicht aus! Ja, sonst ist ja keiner da zum Auslachen, muss ich Das mich ist ja wohl nehmen. wahr. Lach über dich selbst. So. Nee, das tun andere schon. Das muss ich mir selber auch noch Okay, tun. also war ich jetzt hier aber noch nicht drin, ne? Ja, genau. Aber Gut, da hier geht's auch ist auch nicht rein. dicht. So, wo kann ich jetzt überhaupt noch lang? Dicht, dicht. Ja, hier oben eigentlich so gesehen nirgends. Ja, dann kann ich wieder. Ich kann es nochmal bei ihm probieren. Vielleicht lässt er mich jetzt ja rein. Ich glaube es zwar nicht. Wo bist du denn? Da warst du. Ja, gute Kamera. Hier ist ja nicht die ganze Szene, kommt nochmal. Ernest? Nein. Achso. Are you there? No. Anscheinend nicht, dann geh doch rein. I guess not. Ja, die Tür ist noch zu. No. Zu ist die Tür. Ernest, du Penner, nein. So. Probier noch mal diese andere Tür hier vorne. Die? Die rechts, ja. Habe ich auch Nee, schon mal. abgeschlossen immer noch, okay. Ja, sollten die sich einfach so öffnen? Nee, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Bei der Tür wusste ich es gerade nicht mehr so genau. Ich hatte ja auf der Karte schon gesehen, dass die rot war. Also der Balken war rot. So, da kam ich raus, da war zu, also muss ich ja wieder zurück. Hier ist nichts mehr, ne? Nö. Ja, dann gut, gucken wir mal. Vielleicht kann ich ja bei dem Kamin noch was machen. Ich Ja, weiß von dem. kam hier jetzt gerade kein Geräusch. Als du im Treppenhaus warst, muss auch eigentlich ein Geräusch kommen. So ein Plüm Plüm irgendwie. Nee, ich hab nichts gehört. Geh mal zum Kamin. Da, der ist Ach, nämlich der offen. ist Das hat offen. man, das hätte man eigentlich hören müssen, eben im Treppenhaus. So klong, klong. Und dann, ja, Ja. wundert man sich, was passiert ist. Und dann sieht man das hier halt, dass es offen ist jetzt. Na gut, auf jeden Fall kann ich da jetzt rein, wie es aussieht. Genau. Aus irgendeinem Grund steht eine nach oben führende Leiter im Kamin. Ja, warum? Ich weiß es auch nicht. Ich bin Schornsteinfeger. Wollte ich auch gerade sagen. Es scheint ein Loch dort oben zu geben. Sonst würde die Leiter auch nirgends hinführen. Und vor allem Kamin, der oben kein Loch hat, der ergibt keinen Sinn. Ja, ich möchte die Leiter hinaufsteigen. Ach ja. Schade eigentlich, dass es hier nicht wie in Resident Evil jetzt ist, ne? So klong, klong, Ja, klong. so ein ganz bisschen was hat man gehört. Da liegt was im Gebüsch. Da ist was im Busch. Da ist was im Busch. Eine rote Tafel. Und Ja, hier und vorne das. liegt die Ich schwarze. wollte gerade sagen, da liegt noch eine. Ist das nicht schön? Und hier ist ein Grab. Steht da Und was hier drauf? müsste noch irgendwo, vielleicht liegt hier noch was, ein Drink oder so. Guck dich eben im Ein Blumenbeet Drink. um. Oder halt nicht. Ja, entschuldige, ich guck doch nur mal eben. Ja, ist ja gut. So, in der Mitte des Grabsteins gibt es eine quadratische Vertiefung. Und darüber wurde eine Grabinschrift vorsichtig eingemeißelt. Mit dir starb die Freude. Was bleibt, ist Verzweiflung und eine Zukunft ohne Bedeutung. Mit dir starb die Freude. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Super Aber ich geil. werde nie aufgeben, um dein wunderschönes Lächeln wiederzusehen, um den Segen der Götter zu erbitten. Ich warte auf diesen Tag. Wenn die Tafeln alles bedecken, ist auch alle Traurigkeit bedeckt. Aber bis meine Träume zur Wirklichkeit zurückkehren, werde ich all den Schmerzen schlucken müssen. Das ist irgendwie grammatikalisch nicht richtig. All Den die Schmerzen müsste Schmerz es heißen. schlucken müssen. Aber ja, ich habe auch gerade gedacht, hä? Unterhalb der Vertiefung ist ein Schlüssel fest im Stein eingebettet. Egal, was ich versuche, ich bekomme ihn nicht heraus. Aber wir haben doch diese tollen Tafeln. So, Moment. Genau. So, jetzt gucke ich natürlich nochmal hier rum, damit die Vampi zufrieden ist. So, hier Aber sie sind. guckt ja auch nirgends hin, also oder doch? Nö, Doch? Büsche, Nee. nö, nö, Büsche. Büsch, 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 büsch. Da kann sie ein Ja, bisschen die Blumen gießen, aber das will sie garantiert auch nicht. dann. Ach, nö, lass mal. Maria taugt, glaube ich, nicht so als Blumenmädchen. Okay, was sagen die denn? Also eine rote Metalltafel mit quadratischen Löchern im Garten auf dem. Ja. Schwarze Metall. Die haben halt alle Löcher, wie du siehst. Und Ja, ich deswegen, du will. musst die halt Ja. so einsetzen, dass Ich alles will. bedeckt ist, wie halt im Rätsel gesagt wurde. Wenn Ja. alles bedeckt ist, ist auch alle Traurigkeit bedeckt und Ja, ja. ja, ja, ja. Sorry. Was, Mäh. wenn der weiße Atem gefunden wird, werde ich dieses Ding weihen. O Geist des Nebels, gewähre uns Glück auf ewig. Steht auf der Rückseite. Ah Ja, ja. das ist wichtig. Es steht auf der Rückseite, nicht auf der Vorderseite. So, wen haben wir denn hier? Achso, das war der falsche Knopf.
Nein, den hatten wir Die, ja eben, wollte ich gerade sagen. Ja, wenn der finstere Gral gefunden wird, werde ich dieses Ding weihen. Du, der den Tod verweigerst, gewähre uns Glück auf ewig. Steht auf der Rückseite. Ja, Daniel und der Seelenkelch. Und was steht bei dir? Wenn die blutroten Worte gefunden werden, werde ich dieses Ding weihen. Oh, ihr Götter tief im Schlaf, gewährt uns Glück auf ewig. Steht auf der Rückseite. Steht auf der Rückseite. Ja. Ja. So, jetzt wollen wir die mal ein... Ja, wahrscheinlich ist die Reihenfolge ist auch schon wichtig, ne? Ich guck mal eben, wie sehen die denn hier aus? Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die Reihenfolge wichtig ist. Du kannst die erste Tafel nicht drehen, aber bei der zweiten wirst du schon gefragt, ob du die also man kann drehen manche, möchtest. Manche kann man drehen und manche kann man nicht drehen, oder wie? Nee, es ist so, die erste Tafel, die du einsetzt, kannst du nicht drehen. Das ist egal welche. Aber die erste kannst du auf jeden Fall nicht drehen. Ich setze die jetzt einfach mal da rein. So, ich setze die weiße Tafel in das Loch ein. Schön. Das ist schön, ja. Das ist wunderschön. So. Ja, jetzt möchte ich noch eine einsetzen, wenn das irgendwie geht. Ja, muss jeder einzeln auswählen, das ist etwas nervig. Okay. Und darf ich die jetzt schon drehen, oder wie kommt das jetzt? Wart's ab. Achso, unverändert einsetzen. Ja, ich hätte ganz gern gesehen, wie die aussieht. Was weiß ich, ob... Sonst kannst du sie ja erstmal so an ja, sich alle... Ja, genau. ...nochmal einsetzen, dann siehst du ja, was wo noch Löcher sind hinterher. Ja, ich hätte in das Loch ein, so. Das Weiße soll die Löcher sein, ne? Nein, das Weiße ist von der weißen Tafel. Also nur diese dunkelblauen Dinger da, diese dieses, zwei. Dieses grünblaue die Zeug beiden. Da, die muss ich noch bedecken praktisch. Genau, die muss ich noch bedecken. Die muss ich noch bedecken. Das sollte vielleicht hinzukriegen sein. Gut, dann versuchen wir das mit der roten Tafel. Vielleicht. Die rote Tafel verwenden. Die blutrote Tafel. So, da ich die jetzt ja nicht sehe... Jetzt setze einfach mal eben ein. Ja. Okay, da ist also... Fast. Also es bleibt nur noch ein Loch übrig. Also du musst die rote Tafel, denke ich, alleine drehen oder so. Ich glaube, die rote reicht schon. Sie überschneiden sich. Ich kann immer noch die andere Seite sehen, ja. Ja, nicht alle, ne? Gut, ich hätte es alle weggenommen. So, dann nehmen wir die rote. Ja. Nein. Nein! Junge, ich weiß nicht. Ja, das wirst du immer gefragt, alles mögliche deswegen. Das ist ja auch schön. Ich drehe die jetzt einfach mal nach... Rechts. Ja, nach rechts, genau. Ich mach einfach mal. Ah, das verdammt. Sehr gut, ja. Sehr, sind noch beide Löcher sogar frei, nicht nur noch eins. Also, dann probiere ich es gleich nochmal anders und dann drehe ich es nach links. Mal gucken, was dann passiert. Ja, ich hab's... Nein, du sollst sie nicht entfernen. So. So, jetzt drehen wir das Ganze einmal nach links. Yay! Yay! Oder? Cool! Geil, das ging ja mal richtig rucki-zucki. Ja, wirklich. Bei der Überschneidung der drei Tafeln wurde der Schlüssel freigegeben. Nein. Was natürlich total logisch ist. Ja klar, nicht. Ich habe den Akazienschlüssel. Ja. Hast du eingesammelt, gut. Und hast du auch schon eine Ahnung, wo wir diesen tollen Akazienschlüssel benutzen können? Es gab ja ein paar Türen, die verschlossen waren, ne? Also, ja. Vielleicht gibt der Schlüssel selbst ja einen Hinweis drauf. Manchmal macht er das. Ein Hinweis! Aber nein. Zeigt eine eingravierte... Akazienblüte. Ja, war, ja, ja weiß ich nicht. Gab es irgendwo eine Tür, die eine Blüte... keine Ahnung. Nee, aber ich weiß, wo der Schlüssel passt. Ja, das musst du mir jetzt aber nicht unbedingt verraten, oder? Ich sag nur, ich weiß, wo er passt, ne? Ob ich es dir verraten soll oder nicht, das kannst du dir aussuchen. Kannst ja immer eben speichern gehen. Das mache ich sowieso, genau. Probiere sowieso erstmal in diesem Raum hier aus, weil da war ja noch eine Tür. So, warte mal. Speichern möglich. Mache ich das mal. Geil. Das ist eine tolle Information manchmal. Ich finde das super. Speichern möglich. So. Diese war nämlich verschlossen. Würde sie das automatisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder muss man die auswählen? Ja, sie würde es automatisch tun. Gut, dann ist es die schon mal nicht. So, jetzt hat man natürlich auch, glaube ich, schon am Anfang Räume. Ich gucke mal auf die Karte. Nee, die bitte geh nicht nach draußen. Lass mich doch nur mal gucken. Warum darf ich denn nicht? Das sind ja auch die... So, warte mal eben. Die sind ja auch alle versperrt. Nee. Ja, dann gehe ich erstmal wieder hoch. Das ist eine gute Wahl. Ja, es bleibt ja auch nichts anderes mehr übrig. Ja, vielleicht wärst du wieder nach draußen. Du hast ja aber auch leicht Stadt reden, weil du kennst das Spiel in- und auswendig und ich spiel's blind. Deswegen kannst du jetzt nicht, du kannst jetzt nicht einfach alles dahin reden, was ich jetzt falsch mache. Falsch, falsch. So, was haben wir mit dir? Die war kaputt, okay. Genau.
Ja, ich kann es ja mal bei Ernest probieren. Oder die, die du unbedingt wolltest. Nö. Ernest? Aha. Ernest, bist du da? Ernest? Ah. Dann musst du den Schlüssel vielleicht doch nochmal separat auswählen. Ja, kann ich ja versuchen. No. I guess not. Nee, hast du richtig geraten. Halt, du stehst glaube ich nicht richtig dran, oder? Nee. Ich meinte nicht an dieser Tür. Nicht? Na gut, durch die. Ups. Jabu-aga. So, schön gerade davor, dass es nicht so schöne Pixeltechnik ist hier. Nee, die will sie auch nicht. Okay. Du gibst mir ganz schön tolle Hinweise. Ja, dann ist es jetzt diese. Nee, die ist kaputt. Nee, aber verdammt. Hier gab es noch eine Tür. Weiß bloß ja. Nicht, ob die da. Die oder die? Eine von den beiden war zu. Nee, die war. Nee. Nee, dann war es genau die andere Richtung, genau. Verdammt! Ah, schön. So, komm, wo bist du denn? Das Monster hat sich aufgelöst. Was hat sich aufgelöst? Das Monster hat sich aufgelöst. Es lag gerade nicht mehr da. Stimmt. Es ist in den Teppich eingesickert. Das wäre jetzt auch die letzte Tür, die noch übrig geblieben ist. Hier so. Ja, sonst wäre ich auch verzweifelt gewesen, hätte nicht mehr weiter gewusst. Ich sehe gerade sehr viel. Das ist eine Tür. Ich gucke erstmal auf die Karte. Das ich würde die Türen der Reihe nach abklappern. Ja, ja, ich gucke doch. Piano, Kinder. Ja, ich nehme, Piano ist cool. Ich möchte einmal die Mondscheinsonate bitte spielen. Wenn Maria die auch so gut kann wie Jill. Oh. Ah, wir haben ja jetzt letztes Jahr auch eine Menge über Beethoven gelernt, ne? Ja. Ja, der Helge Schneider uns gut erklärt. Die ist so leise, dass man sie kaum hören konnte. Mhm. Dass Beethoven selbst sie nie gehört hat. Ja, genau. Ja. Das ist so geil. Nein, nicht wieder rausgehen. Maria, Maria, Maria. Oh, das ist das ein Teddybär? Ja, und die Giraffe finde ich viel cooler. Die Stofftiere sind aufgestellt. Ich will die Giraffe haben. Sie hat hier irgendwas eigentlich noch zu dem Teddy gesagt. Guck mal hier. Ich wundere mich. Als ob man mir einen fahren lassen würde. Ich so. Ah. Nun heb das doch hin. Du guckst doch da schon hin, dann heb das doch auf. Heb das doch hin. Ich habe. Was steht da? Speicherdose? Nein, keine Speicherdose. Irgendwas mit S war das. Ja, Streichhölzer, glaube ich. Ja, Streichhölzer? Es sind nur ein paar übrig im Kinderzimmer gefunden. Natürlich! Ja! Da hätte ich die auch deponiert. Kinder zündeln lassen, das ist wichtig. Kinder müssen sich ausprobieren. Das Regal ist voller Märchenbücher und anderen Kinderbüchern. Willst du jetzt vorlesen? Ja, es ist Maria, es ist eine weibliche Persönlichkeit. Ach so, wo hast du denn diese Idee her? Okay. So. Ja, sie könnte auch ein Kerl sein. Ich gebe es jetzt zu. Warte. Nein! Noch nicht rausgehen. Da war doch nichts mehr, oder? Da war noch irgendwas Wichtiges. Sprech nochmal die Stofftiere an. Hat sie irgendwas Wichtiges? Sprech nochmal die Stofftiere an. Hallo, ihr Stofftiere. Wie geht's euch denn so? Die Stofftiere sind aufgestellt. Ja. Da hat sie noch irgendwas. Zu dem Teddy hat sie irgendwas gesagt. Ja, das ist. Ist das ein Teddybär, hat sie gesagt. Das war's aber auch. Da hat sie eben noch was anderes. Also, da sagt sie normalerweise noch was anderes zu. Ja, aber wie du siehst, passiert. Ich kann dir ja versuchen anzuzünden. Nein, um Gottes Willen. Aber hier ist doch sonst nichts, siehst du doch, oder? Ja, mit dem Teddy hat sie normalerweise noch was dazu gesagt, das ist komisch. Ja. Also normalerweise aber sagt, ich kann es leider nicht ändern, gerade. Das ist nämlich sehr interessant, das finde ich sehr interessant. Sie sagt nämlich zu dem Teddy dann so von wegen, der würde Laura gefallen. Sie mochte Teddys immer so sehr. Laura so, war doch das kleine Mädchen aus dem Hauptspiel, oder? Ja, eben, aber zu diesem Zeitpunkt kennt sie Laura ja noch gar nicht. Und dann sagt sie nämlich noch so von wegen, Laura, von wem spreche ich hier eigentlich? Und das ist sehr interessant. Aha. Nee, das kam aber eben nicht, das habe ich nicht alles weggedrückt. Also das ja, eben, deswegen, das wundert mich nämlich gerade, weil sie das ja sagt, das ist ja sehr interessant halt, ne, von wegen, dass sie irgendwie mit Mary ja doch verbunden zu sein scheint oder sowas. Da habe ich eben Stimmen gehört. Irgendwie ein Kind, weiß nicht, ob das Laura war, hat irgendwie Streit gehabt mit jemandem und war am Rumschreien. Nee, das ist nicht Laura, hier geht es um ein anderes Kind. Ja, aber jedenfalls habe ich da jemanden gehört. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung, aber ich wollte die. Ich wollte das gerade nicht im. Den Leuten vorenthalten, dass hier was war. Ja, ist okay. Halt! Ich kann gar nichts sehen. Wenn ich doch nur etwas sehen würde. Achso, muss ich erstmal eine Kerze finden, wahrscheinlich. Mhm. Ja, sie sieht ja keine Kerze.
Da ist auch ein Kerzendingsbums hier. Genau, sonst hättest du ja auch nochmal zur Not gesagt, wenn du sonst runtergerannt wärst. Du kannst mich auch ruhig so ein bisschen mal suchen lassen. Das hilft mir ja alles im Voraus. Deswegen habe ich das ja jetzt auch getan. Und das ist natürlich auch eben in die Mitte gestellt, hat man nicht gesehen. Weil man steht in der Mitte. Stimmt, das, ja, eben stand es hier auf dem Tisch. sehr interessant wieder. Okay, was haben wir denn hier? Es ist ein Haufen Schrott mit Spinnenweben. Sieht nicht so aus, als wäre da was Nützliches dabei. Ja. Also steuere mich woanders hin, du Arsch. So ungefähr kommt das rüber, ja. Es ist ein Haufen Schrott, ja, wieder ja, mal. Ja, 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 ja. Ein Haufen Schrott. Aber hier ist ein Stuhl. Stuhl. Okay, da ist das ein Päckchen oder ist das da? Da liegt etwas unter dem Stuhl. Mhm. Ist das eine Geburtstagskarte? Sieht nur so aus. Meinem liebsten Papa, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag von Amy Baldwin. Oh, Ernest ist Papa. Ja,